1945 beschloss die ägyptische Behörde für Altertümer, die Bewohner des Dorfes El Kurna umzusiedeln. Das Dorf lag gegenüber von Luxor, am Westufer des Nils, auf dem Gelände der altägyptischen Grabstätten von Theben. Seine Bewohner lebten fast ausschließlich von Grabräubereien. Der Architekt Hassan Fatih sollte für sie ein neues Dorf mit dem Namen El Gurna El Gedida errichten. Hassan Fatih beschrieb seine Erfahrungen beim Bau von El Gurna und seine architektonischen Ideen in seinem Buch Architektur für die Armen. Es war respekteinflößend, erinnert er sich, 50 Morgen Land zu erhalten und 7000 Menschen gegenüberzustehen, die dort ein neues Leben beginnen sollten. Diese ganze Gemeinschaft musste, so wie sie war, auseinandergenommen und in anderer Umgebung erneut zusammengefügt werden. Ich fand, dass es meine Pflicht war, in El Gurna ein Dorf zu bauen, das die ägyptische Kultur nicht verfälschte. Der Stil seiner Bewohner musste wieder entdeckt oder vielmehr wieder erahnt werden aus den spärlichen Hinweisen, die im lokalen Handwerk und Temperament noch vorhanden waren. Es sollte keine nachgemachte Tradition und keine nachgemachte Moderne sein, sondern eine Architektur, die der sichtbare Ausdruck des Charakters einer Gemeinschaft ist. نزعوها مني زي ما كان ينزعوا من الناس أيوة. الناس اللي عندها أراضي كتير نزع مني 60 فدان هنا للقرية دي الباقي باقي الأرض استولت عليها الزراعة واللي بقت اللي بناها حسن فتيقة زي ما In Wüstenländern versucht der Mensch, die Feierlichkeit und Heiligkeit des Himmels in seinem Haus einzufangen und zugleich die Wüste mit ihrem blendenden, erstickenden Sand und den feindlichen Dämonen auszusperren. Dies wird durch den Hof erreicht. Das Haus ist ein hohler Quader, der seine geschlossenen, fensterlosen Wände nach außen kehrt, während seine Räume sich nach innen zum Hof hin öffnen, von dem aus nur der Himmel sichtbar ist. Dieser Hof ist das private Stück Himmel des Hausbesitzers. Für den Araber ist der Hof mehr als nur ein architektonisches Element, das es erlaubt, Privatsphäre und Schutz zu finden. Er ist Teil eines Mikrokosmos, welcher der Ordnung des Universums selbst entspricht. Dieser symbolischen Struktur stellen die vier Seiten des Hofes die vier Säulen dar, die das Himmelsgewölbe tragen. Der Himmel überdacht den Hof und spiegelt sich im traditionellen Brunnen in der Mitte des Hofes wider. Mit einfachen, aber adäquaten Häusern, die ausreichend möbliert, mit sanitären Anlagen versehen und mit exzellenter lokaler Handwerkskunst verziert sind, mit Schulbildung, Einkünften aus Handel und Wirtschaft und mit zunehmendem Kontakt mit Reisenden, Touristen und Lehrern von außerhalb, würde sich der Lebensstandard des Dorfes deutlich erhöhen. Die Menschen würden gesünder, glücklicher und sicherer leben. البيت عاوز ترميم وعاوز فلوس كتير ومحدش باعت ولا حد جايني انا هنعمل فيه على قد ما نقدر انت شايف الشبوك دي ودي والشبوك اللي في القهوه واخد بالك وعمل نرمم فيه يعني وجبت لطوب 1000 طوبه دلوقتي ب 240 يعني جبت 1000 طوبه انا وعمل وعاوز نرمم الحيط اللي من برا محدش اداني فلوس ما نقول لك من وفاة حسن فتحي محدش اداني ولا قرش بعت للوزير بالفاكس ما ردش علي ردش عليك؟ لا بعت كذا شكوى انا ها ومعاي الاثبات بتاعها يعني الوصولات قاعده معاي ما حدش هيسال والخواجه اللي يجي هنا
حسن فتح عاوز يجي يتفرج على بيت حسن فتح يجي يتفرج عليه يلقاه متبهدل تهدد طبعا بالطوب الني دلوقتي ابنه بالايه بالطوبه الحمراء عشان خاطر الميه اللي نزلت والسيول طبعا السيول لما نزلت اثرت على المباني اللي بالطوب الاخضر بقيت الناس اضطرت تبني بالمسلح Es gibt einen Unterschied in der Art der Häuser von Land- und Stadtbewohnern. Die unterschiedliche Lebensweise von Bauern und Städtern drückt sich in ihren Häusern aus. Während in der Stadt das Haus nur den Menschen, die darin leben, als Unterkunft dient, muss es auf dem Land auch sperrigen Gütern und dem Vieh Platz bieten. Da gibt es Hühner, die im Staub zwischen den Kindern herein und herauslaufen. Da sind sogar Kühe im Haus, sodass es mehr wie ein Stall aussieht, in den sich ein paar Menschen zwängen, als wie das Heim einer Familie. Der Bauer lebt so nah an der Grenze zur Armut, dass er es sich nicht leisten kann, auf das beschwerliche Wirtschaften zu verzichten. Das Vieh zu beherbergen, Futter und Dünger zu lagern, Raum für den Brennstoff, die Ernte und die persönliche Habe zu finden, das waren die Probleme, welche die Bauern seit jeher zu bewältigen hatten. Ihre Lösungen waren oft unbeholfen, primitiv und unbequem, aber wir konnten von ihnen lernen. Ich bin überzeugt, dass wo auch immer eine Tradition des Bauens besteht, die Architektur sich dahin entwickelt, die Idee der Menschen vom Heiligen zu repräsentieren. Und ich denke, es ist richtig, die lokalen Formen und ihren Charakter zu bewahren. Die Moschee dient den Andächtigen, trennt sie von der Außenwelt, reflektiert mit ihren kahlen Wänden ihre Gedanken und konzentriert die Aufmerksamkeit auf Gott. Aus diesem Grund gibt es keine Bilder und Statuen, höchstens einen geschriebenen Text. Und es gibt keine Zeremonien. Man denkt nicht, dass es notwendig ist, sich Gott über Vermittler zu nähern oder ihn mit Hilfe von Symbolen zu interpretieren. In einem Theater kann sich das Publikum wie eine Gemeinschaft empfinden, die am Schicksal der Akteure teilhat. Das gleiche Publikum kann sich seiner selbst nicht als einer Gemeinschaft gewahr werden, wenn es sich voneinander getrennt in seinen Häusern befindet. Warum also nicht El Gurna mit einem Theater versehen, wo wir die Tänze, Gesänge und Spiele des täglichen Lebens präsentieren konnten, um sie so vor dem unausweichlichen Auslöschen zu bewahren, welches sie zu erwarten hätten, wenn sie ohne Unterstützung gegen die Konkurrenz von Film und Radio blieben. In einem Theater würden sie eine angenehme Kulisse und ein begeistertes Publikum finden. المية بتطلع فوق بتأثر في الأساسات الرطوبة أول ما تأثر الرطوبة والمية بالحجر على طول وروح ضارب عامل ملح أهو أهو دي مشكلة القرية كلها وكل البيوت سنة 50
خد إزالة عشان قالوا له عيد الإساسات يا بالطوب الأحمر والأسمنت يا بالحجر بتاع أسوان. فقال لهم المشروع ما أنا الفلوس خلصت. وتوقف المشروع سنة 50، فجت الثورة 52 كان هو مشي والمشروع ما كملش. كان هي المشكلة بتاعت القرية سبب ما أن البيوت وقعت وانهارت، وإحنا مازال محافظين بالمسجد احتفاظا عن تراث حسن خاطر.